Lieber Wolfgang, herzlichen Dank auch, dass du dich bereit erklärt hast, hier bei uns mitzuwirken und den Vorsitz für den ersten Teil des Abends zu übernehmen. Ich darf an dich übergeben. Ja, lieber Georg, danke vielmals für die Einladung. Ich denke, die Welt ist wirklich klein geworden. Wir haben heute hier Referenten aus Wien, wir haben einen Vorsitzenden aus Wien, wir haben einen Referenten aus Mannheim. Alles trifft sich im Webinar in Innsbruck. Und es ist, glaube ich, wahnsinnig spannend, was heute möglich ist. Wie immer es ist und wie es häufig auch ist, die Chirurgen werden spontan zu einem Notfall gerufen. Das ist schon ein bisschen die Bürde, die diesem Fache inne liegt. Und ich denke, Florian wird sich dann in der Folge wieder bei uns einloggen und wir werden dann mit ihm gemeinsam diskutieren können. Aber das ist das Los, das wir häufig dort erleben. Georg hat es schon gesagt. Als erstes darf ich hier den Pathologen Professor Alexander Marx aus Mannheim begrüßen. Er wird die Herausforderung der Pathologie zu den Thymustumoren uns vermitteln. Ich glaube, keine leichte Aufgabe. Wahrscheinlich könnte man zu diesem Thema Bücher füllen. Professor Marx, ich freue mich schon, was Sie uns erzählen werden, wie Sie das schaffen werden in dieser kurzen Zeit. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über die Pathologie des Thymus geben. Das Thema ist vorgegeben, der Pathologe als Wegweiser für die Klassifikationen. Also im Vordergrund stehen hier, oder sollen hier die Klassifikationen stehen. Und das ist sozusagen das Ziel meiner Präsentationen. Und der Hauptschwerpunkt wird auf dem Bericht liegen, was es an Neuigkeiten in der WHO-Klassifikation gibt, die ja 2021 für die Mediastinaltumoren und die Thoraxtumoren herauskam. Mit diesem Dia möchte ich aber auf einen wichtigen Aspekt hinweisen, nämlich den Aspekt, dass in der WHO-Klassifikation dezidiert festgeschrieben wird, dass für die Tumorstadien der Thymome, Thymuskarzinome und neuroendokrinen Karzinome jetzt das TNM-Stadium obligat angegeben werden muss. Also anders als das bisher in vorherigen Klassifikationen der Fall war. Das aber gerade auf Empfehlung der ICRR, also der International Collaboration on Cancer Reporting, darauf hingewiesen wird, dass das Masaoka-Koga-Stadium ebenfalls parallel angegeben werden sollte. Und warum? Der Grund ist, dass die meisten historischen Therapieempfehlungen, zum Beispiel der ESMO, immer noch Bezug nehmen auf die Masaoka-Klassifikation. Und damit es da nicht zu falschen Einschätzungen kommt, ist also die Empfehlung heute von der WHO, TNM-Klassifikation und gleichzeitig die Klassifikation für die Stadieneinteilung nach Masaoka-Koga anzugeben. Was man in diesem ersten Dia auch gleich erwähnen sollte, ist, dass es keine Neuerungen im Bereich der mediastinalen Keimzelltumoren, der Sarkome und der Lymphome gibt, sodass ich mich also hier auf die Thymome, Thymuskarzinome und neuroendokrinen Tumoren beschränken werde. Was gibt es bei den Thymomen Neues? Nicht viel. Also die grundsätzliche Klassifikation, nämlich die histopathologische Klassifikation und Einteilung der Thymome in Typ A, AB, B1, B2, B3 ist gleich geblieben. Es gibt auch keine neue Entität, aber es gibt eine Neuerung und zwar beim seltensten Thymom, das meistens vergessen wird, in den Aufzeichnungen zu zeigen. Und das ist das sogenannte metaplastische Thymom. Was daran interessant ist, ist der Umstand, dass dieses Thymom, das seltenste Thymom eben, zu den Translokationstumoren gehört, wie wir das bei vielen Tumoren, auch in der Lunge, kennen. Und das ist also sozusagen die erste Ausnahme von der bisherigen Situation gewesen, dass es also bei Thymustumoren keine Translokation gibt. Das ist also jetzt zu revidieren. Diese Tumoren sind durch ein biphasisches Wachstumsmuster, also ein epitheloides Muster, was Sie hier sehen, und ein Spindelzellmuster hier gekennzeichnet. Die Tumoren haben auch in der Immunhistochemie ein biphasisches Wachstum, für einen Pathologen ganz einfach zu sehen. Was wichtig ist,
In der WHO-Klassifikation wird eine Fischanalyse, also eine Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung-Analyse gezeigt. Wenn man aber ganz sicher sein will, dann muss man diese Translokation mit der PCR oder mit der Sequenzierung nachweisen, weil diese beiden Gene, die also transloziert sind, YAP1 und MAMMA2, weil die eben ganz nah auf dem gleichen Chromosom zusammenliegen und deswegen durch eine Fischanalyse nur sehr schwer, wenn überhaupt, zu erkennen sind. Kaum, dass dieser seltene Tumor und diese Translokation beschrieben worden waren, wurde kurze Zeit später eine andere Translokation bei einem häufigen Tumor nachgewiesen, und zwar bei den aggressiven B2 und B3 Tumoren. Das sind Tumoren, die sind epithelzellreich, haben aber gleichzeitig auch noch unreife T-Zellen, was sie von Thymuskarzinomen unterscheidet. Und in dieser Studie wurde gezeigt, dass etwa 6% der aggressiven B2- und B3-Tumore, speziell solche, die schon häufig oder stark vortherapiert waren, dass die eine Translokation aufweisen, wie man sie oben nennt, also KMT2A und MAMMA2. Das Besondere ist, diese Translokation unterscheidet scharf zwischen aggressiven Tumoren und Thymuskarzinomen, weil in der gleichen Studie nämlich 266 Thymuskarzinome diese Translokation nicht aufwiesen. Also das ist ein hilfreicher Marker bei stark vortherapierten Tumoren, allerdings mit geringer Sensitivität, wie Sie sehen. Was interessant ist, mit der Publikation dieser Translokation bei den aggressiven B2 und B3-Tumoren hat man jetzt also insgesamt 3 Tumoren im Mediastinum, die eine Translokation mit MAMMA2 aufweisen, nämlich einmal das mukoepidermoide Karzinom, das zeigt die Translokation in etwa 80%, das metaplastische Tumor in nahezu 100% und wie Sie gerade gesehen haben, beim B2- und B3-Tumor sind es so zwischen 5 und 10%. Was darauf hinweisen kann, das ist jetzt eher was für die Forschung, dass MAMMA2 möglicherweise etwas mit der Funktion und Onkogenese mediastinaler Tumoren zu tun haben könnte. Das sind sozusagen die Neuigkeiten, die es von den Tumoren gibt. Wie steht es mit den Thymuskarzinomen? Auch da gibt es Neuigkeiten. Die WHO-Klassifikation trennt eine wichtige Entität ab, die in der Praxis wichtig zu erkennen ist, weil sie nämlich eine quasi Phänokopie eines völlig harmlosen Tumors darstellt. Das ist nämlich hier auf der linken Seite gezeigt, das mikronoduläre Thymom. Das ist von allen Thymomen das einzige, das in der WHO-Klassifikation nicht dezidiert als maligne ausgewiesen wird, sondern es hat im ICD-O-Code eine 1 und keine 3 wie die anderen Thymome, was darauf hinweist, dass es bisher keinen Todesfall durch diesen Tumor gibt. Und dieser Tumor, der also durch diese Inseln und Stränge von Epithel in einem massiven lymphoiden Stroma gekennzeichnet ist, dieses Muster gibt es auch bei einem Karzinom, einem Thymuskarzinom, und das heißt mikronoduläres Thymuskarzinom mit lymphoidem Stroma. Und das Wesentliche ist, dass man als Pathologe dran denkt, dass es dieses Problem gibt, dass es also einen Tumor gibt, der auf den ersten Blick blander aussieht, den man schon bei kleiner Vergrößerung glaubt, diagnostizieren zu können. Und die aggressive Variante dieses Tumors sieht im Grunde von der Architektur her genauso aus, hat aber einen anderen Phänotyp und ist natürlich als Thymuskarzinom und deutlich maligneren Tumor einzustufen. Also das ist eine Neuerung. Eine andere Neuerung, die nachher vielleicht in Bezug auf die Therapie, Stichwort personalisierte Medizin, hinweist, ist der Umstand, dass bei der neuen WHO-Klassifikation zum ersten Mal darauf hingewiesen wurde, dass Thymuskarzinome eine Mikrosatelliteninstabilität haben, was ja bei anderen Tumoren häufig zu einer Immuntherapie Anlass gibt. Das ist ein Phänomen, das ist bei Thymomen eher häufiger,
Aber es ist eben auch bei Thymuskarzinomen beschrieben. Und was ich Ihnen hier zeige, ist jetzt kein Thymuskarzinom, sondern das ist so ein Borderline-Tumor an der Grenze zwischen Thymom und Thymuskarzinom, der gekennzeichnet ist durch zytologische Anaplasie und die fehlende Expression von klassischen Markern, die man bei Thymuskarzinomen findet, nämlich CD5 und CD117. Also Mikrosatelliteninstabilität sollte man als Diagnostiker und auch als Kliniker auf dem Schirm haben. Eine weitere Entität, der dritte neu entdeckte Tumor mit einer Translokation im Mediastinum, ist das Klarzellkarzinom des Thymus, das im Primärtumor klassischerweise hyalinisiert ist. Und dieser Tumor imitiert im Grunde oder gehört in die Gruppe auch der sogenannten Speicheldrüsen-Tumoren, die man in Speicheldrüsen findet, aber auch im Mediastinum, wo es zum Beispiel das mukoepidermoide Karzinom gibt, ebenfalls als klassischer Speicheldrüsentumor. Also das ist eine Entität, die man nur molekular diagnostizieren kann, weil sie gekennzeichnet ist, wie in der Speicheldrüse durch eine Translokation des Ewing-Sarkom-Gens. Diesen Tumor kann man übrigens anders als die B2- und B3-Tumore sehr einfach mit einer Fischanalyse diagnostizieren und die Tumoren scheinen diese Translokation, EWSR, alle zu haben. Eine Neuerung, die ist mehr semantischer Natur, aber auch das ist ja wichtig, betrifft die Adenokarzinome. Die Adenokarzinome werden unterschieden in diese Speicheldrüsentypen, wie hier. Also das Mukoepidermoide-Karzinom ist so ein Tumor. Und man hat die Nomenklatur etwas angepasst, um gleichzeitig die Dignität etwas stärker anzugeben. Also das papilläre Adenokarzinom, was Sie hier unten sehen, ist klassischerweise ein Low-Grade-Karzinom und es ist klassischerweise ein Tumor, der zusammen mit Thymomen und speziell mit A- oder AB-Thymomen vorkommt, was Sie hier unten sehen. Demgegenüber gibt es andere Tumoren, das ist zum Beispiel das hochaggressive enterische Adenokarzinom oder Adenokarzinom NOS, das sind aggressive Typen, die imitieren Adenokarzinome an anderer Stelle und das enterische Adenokarzinom zum Beispiel ist nur zu diagnostizieren, wenn Sie ein Adenokarzinom im Gastrointestinaltrakt ausgeschlossen haben, weil sich nämlich die Genetik und auch der Immunphänotyp dieser Typen von entsprechenden Tumoren des Darmtraktes nicht unterscheidet. Und das Kriterium ist ganz klar festgelegt durch die Expression eines klassischen Keratins oder von CDX2 oder eines bestimmten Muzins. Also wenn eine dieser Kriterien erfüllt ist, dann nennt man in Anwesenheit von Schleim, den man in der Histologie sieht, diesen Tumor ein enterisches Adenokarzinom. Wenn man das zusammenfasst, dann ist wichtig zu wissen, dass also die Diagnostik von Karzinomen anders als die Diagnostik von Tumoren praktisch zwangsläufig Zusatzanalysen verlangt, weil diese Tumoren ein sehr stereotypes, undifferenziertes Wachstum haben können. Also das thymische Plattenepithelkarzinom oder die solide Variante eines lymphoepithelialen Karzinoms, die können Sie auf der Ebene der Hämatoxylin-Eosin-Färbung nicht unterscheiden. Auch solide Adenokarzinome können ganz ähnlich aussehen und auch großzellige neuroendokrine Karzinome können Sie meistens nicht von einem gering differenzierten thymischen Plattenepithelkarzinom unterscheiden und brauchen dann also genau definierte immunhistochemische Profile, die ihnen erlauben, einen so gering differenzierten Tumor genau zuzuordnen. Und das ist auch extrem wichtig, weil zum Beispiel in der Onkologie die Therapie eines thymischen Plattenepithelkarzinoms anders ist als die Therapie eines EBV-assoziierten lymphoepithelialen Karzinoms. Also das ist ein großer Unterschied zu den Thymomen, wo Sie fast immer mit einer HE
Färbung die endgültige Diagnose machen können. Was gibt es Neues bei den neuroendokrinen Karzinomen? Die Antwort ist fast nichts und doch einiges. Es ist einfach dem Umstand geschuldet, dass es wenig Publikationen zu diesem Thema gibt, dass man die alte Nomenklatur, nämlich die Diagnosen typisches Karzinoid, atypisches Karzinoid, großzelliges neuroendokrines Karzinom und kleinzelliges Karzinom des Thymus, dass man diese Nomenklatur beibehalten hat, obwohl man neue molekulare Einsichten hat. Und die entscheidende Arbeit hier ist die aus der Arbeitsgruppe von Herrn Ströbel in Göttingen, der gezeigt hat, dass es an der Grenze zwischen diesen Low- und Intermediate-Grade neuroendokrinen Tumoren und den echten hochaggressiven Tumoren, den Groß- und Kleinzellern, dass es da eine dritte Gruppe gibt, die man im Gastrointestinaltrakt natürlich bestens kennt und die deswegen auch zu einer anderen Nomenklatur geführt hat, nämlich zu einer NET-G1, G2, G3 Nomenklatur. Und im Grunde muss man sagen, zeigt diese Arbeit, dass es genau das Gleiche offensichtlich auch im Thymus gibt. Das hat praktische Konsequenzen, weil nämlich die Mitteilung, dass es sich um ein großzelliges neuroendokrines Karzinom handelt, üblicherweise zu dem klinischen Schluss führt, dass also die Therapie eines hochaggressiven Tumors, zum Beispiel eines Kleinzellers, sinnvoll sein könnte, während es ziemlich klar ist, dass die Therapie eines NETG3-Karzinoids sozusagen keinen therapeutischen Erfolg verspricht. Also es ist absehbar, dass die neue WHO-Klassifikation in 5 oder 6 Jahren zu einer Änderung dieser Nomenklatur und zu einer anderen Einteilung führt, die homogen mit der Einteilung im Gastrointestinaltrakt sein wird. Jedenfalls ist es meine Prognose. Schließlich ist noch interessant, dass es jenseits der klaren epithelialen Thymus-Tumoren auch noch eine Entität gibt, die neu beschrieben wurde, die ein Thymom perfekt imitieren kann oder ein Thymuskarzinom perfekt imitieren kann, die groß ist. Und das Besondere ist, es handelt sich dabei um eine bis heute als Hyperplasie definierte, aber massiv pseudokarzinomatöse Proliferation, die Größen bis zu 20 cm einnehmen kann. Also hier, das ist noch relativ klein. Was man dabei hat, ist eine Vermehrung von lymphoidem Stroma. Man hat regressive Veränderungen des Epithels. Und man sieht auch, dass der Tumor relativ gut umschrieben ist. Und diese massive Entzündung in dem Prozess führt dazu, dass dieser Prozess unreife T-Zellen verliert, sodass man also meint, es mit einem Karzinom zum Beispiel zu tun zu haben. Das ist aber nicht der Fall, sondern es ist wirklich Thymusgewebe mit einer massiven Entzündungsreaktion. Und das Besondere ist, diese Patienten haben sehr häufig Autoimmunphänomene. Patienten mit so einer Veränderung haben ein relativ großes Risiko, Malglymphome, also niedrig maligne B-Zell-Lymphome, in dieser Region zu entwickeln. Und das Besondere ist, die Autoimmunphänomene, die man dabei beobachtet, sind in den seltensten Fällen Myasthenie-Syndrome, die ja für Thymome typisch sind. Warum das so ist, ist bisher unbekannt. Wenn ich das zusammenfassen darf, was die Klassifikation angeht, so ist in Bezug auf die Stadieneinteilung seit der neuen WHO-Klassifikation und seit der Publikation der International Collaboration on Cancer Reporting klar, dass das Stadium bei Thymomen, Thymuskarzinomen und neuroendokrinen Karzinomen obligat nach dem TNM-System erfolgen soll, aber gleichzeitig die Masaoka-Klassifikation zu berichten empfohlen wird, um richtige Therapieentscheidungen daraus abzuleiten. Bei Thymomen gibt es eine relative Fülle an neuen molekularen Befunden, die aber praktisch ohne diagnostische Relevanz für den Pathologen sind und auch für den Kliniker, muss man sagen.
Ganz im Gegenteil dazu ist die Klassifikation der Thymuskarzinome immer aufwendig. Es sind praktisch immer immunhistochemische und oft molekulare Zusatzuntersuchungen, speziell auch in Bezug auf EBV, erforderlich. Eine Neuerung ist, dass es bei Thymuskarzinomen eine Mikrosatelliteninstabilität gibt und deswegen sich hier gewisse Perspektiven in Bezug auf personalisierte Medizin eröffnen. Und was neu ist bei den neuroendokrinen Karzinomen, die Nomenklatur ist gleich, aber die Erkenntnis, dass es Grenzbefunde gibt, die man früher als ganz klar großzellige neuroendokrine Karzinome apostrophiert hat, die aber in Wirklichkeit besser als NETG3 typisiert wurden. Diese Information sollte man unbedingt dem Kliniker weitergeben, weil der mit dieser Information therapeutische Entscheidungen besser treffen kann. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ja, danke vielmals. Wahnsinnig spannend, was sich alles tut in der Molekularbiologie, neue Differenzierungen, Hoffnung für Drivers, die vielleicht irgendwann auch einmal als Zielpunkt gelten können. Immuntherapie öffnet sich ein Fenster, dass auch hier durch die bessere Diagnostik, durch die Kenntnisse der Molekularbiologie Hoffnung für den therapeutischen Nutzen.